Einen schönen guten Tag, meine lieben Zuschauer, und seid herzlich willkommen zu einem Anno 10 Paladins Video auf diesem Kanal. Und ja, heute habe ich mir überlegt, dass wir mit Kinessa ein bisschen Kinessa. spielen. Beziehungsweise können wir gar nicht. Moin. Ah, doch, klar, können wir. Bin ein bisschen doof. Ja, ich hab mal echt Bock, mal mit der zu spielen. Weil, ja, die scheint ganz gut zu sein. Und, ja, da bin ich einfach mal gespannt, ne? Holy shit. Kinessa. Irgendwie sind die nicht alle so meins. Die sieht nochmal gut aus, aber ansonsten. Ja, das geht. Ja, gut. Ja, ich würde sagen, wir spielen mit Kinessa natürlich, ne? Ich bin wirklich mal gespannt, wie die so ist. Wir spielen standardmäßig Punkteinnahme. Ja, ich erzähle gleich noch ein Ticken mehr. Ich würde sagen, wir sehen uns bei der Charakterauswahl und ja, ich würde sagen, bis in einer Sekunde. So, Freunde, wir haben jetzt Kinessa genommen und fehlt ein Tank und eine Unterstützung, was sehr, 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 sehr brutal jetzt wird. Das ist jetzt wirklich sehr riskant. Wir haben sehr viel Schaden. Was aber uns halt auch krass zum Verhängnis werden kann, weil wir haben keinen, der uns heilt, ne? Und das ist wirklich sehr, sehr schlecht. Die anderen haben halt einen Baum. Und da es halt eine Punkteinnahme ist, ja, ist das schon ziemlich problematisch jetzt, ne? Ich habe noch nie mit Kinessa gespielt, das heißt, dahingegen wird es auch sehr schwer. Und ich bin halt wirklich mal gespannt, wie es jetzt ablaufen wird. Ja. Man or woman, young or old, my sights are steady and my trigger cold. So, ich werde jetzt mal. Flinke Hand braucht gar nicht. Wo ist es denn jetzt? Nein, nein. Ich muss es immer nicht schilden. Prepare for battle. Jo, das hier brauche ich. Holy shit. Okay. Alles klar. Ach lol. Ja, gut. Das ist auch sehr, sehr gut zu wissen. Ja. And so it begins. Oh oh. Ui, ui, ui. Jetzt muss ich erstmal ganz kurz hier relaxen. Hä? Okay. Enemy double kill. Boah, ohne Zielen kann ich damit ja gar nicht. Also, das ist logisch, es ist ein scheiß Scharfschützengewehr, aber. Oh. Auch wenn ich das jetzt in der Aufnahme mache, ich muss das Ding hier einen Ticken lauter machen, Alter. Das ist ja anders nervig. Also, warte mal, muss ich gar nicht. Einfach bei mir ein Ticken lauter, so. Enemy double kill. Not good, not good. Ja, das sehe ich aber auch so. Das ist ganz schlecht, was hier gerade passiert. Enemy rampage. Ja. Also auf nahe Distanz, okay, ich bin Scharfschütze, ist klar, dass ich da nicht viel erreichen kann, ne? Das ist ganz schlecht, was hier passiert, ohne Witz jetzt.
Ja, da kann ich kann nichts gerade machen. Solange die hier vorne sind, kann ich nichts machen. Nix. Ich kann nur weiterhin versuchen. Holy shit! Das sieht ganz schlecht aus für uns. Ah, den habe ich. Ah, das hat er gut gemacht. Deshalb habe ich so viele Schüsse auf einmal abbekommen. Jetzt habe ich das gerade mal gesehen. Junge. Holy shit. Die macht echt wenig Schaden, Alter, wenn ich nicht ziehe. Alter. Ne. Holy shit, ey. Das Match können wir definitiv vergessen. Da kann man ja auch nicht mehr viel retten. Ja gut, das war's dann wieder komplett, Wolmelein. Ja, da konnte man auf jeden Fall nicht viel machen. Ja, ihr habt das gesehen. Ich hab's halt versucht. Aber es ist halt einfach so gewesen. Die haben uns auch teilweise so dolle gestürmt. Da konnte man halt nicht viel machen. Was man natürlich versuchen könnte mit Knesser, das wäre halt einfach, ja, einfach mal auf Krampf dieses Wagen voranschieben. Ich meine, damit könnte es natürlich auch kritisch werden, weil wenn der Wagen falsch steht, kann ich, vielleicht sollte man das damit sogar mal versuchen. Das müsste man definitiv mal ausprobieren. Und, ja, ich glaube, ich hänge hier nach, also im nächsten Video spielen wir nochmal mit Knesser, dann ist es aber diesmal Wagen voranschieben. Die Folge dürfte auch relativ kurz sein, ich tippe mal so auf 11, 12 Minuten oder so, weil das hat 7,25 hier gedauert. Und ja, ich würde sagen, in der nächsten Folge spielen wir nochmal mit Knesser und dann mal schauen, wie es ausgeht. Ich bin ja noch mit ihr am Üben. Und ja, ansonsten, weiteres Gameplay von Paladins findet ihr auf Twitch. Link ist unten in der Videobeschreibung. Ich bin raus. Ciao.